So, da wären wir wieder. Wir wollten jetzt zu den Gruben gehen und gucken, wie wir da weiterkommen. Aber erst müssen diese Äxte sterben. Zack, zack. Die gehen ja schön flott. So, die Grube hatten wir weggekriegt, indem wir mit den Schaltern gespielt haben. Was ist mit der? Hier sind keine neuen Schalter. Richtig? Richtig. Na gut, komm erstmal her, du wachst. Können wir jetzt vielleicht von hier aus was rüberwerfen? Nö. Wir können mal gucken, ob es eine richtige Grube ist. Was werfen wir mal runter? Den Helm. Und ja, es war wohl eine Grube, aber die hat die Grube auch wieder zugemacht. Das ist jetzt komisch. Haben wir jetzt gerade einen Helm verloren. Aber na gut, ist ja auch nicht so wichtig. Wahrscheinlich ist der unten jetzt irgendwo im Labyrinth. Und noch eine Nische. Unser Helm kommt mit. Der Schalter hier macht die Nische zu. Okay. 150 Silbermünzen. Okay. Ich tue mal was anderes rein. Die Witwe? Nee, ungerne. Rüstung auch ungerne. Allgemein will ich da nichts wirklich mehr reintun. Na komm, die leisen Sandalen. Wir benutzen die wahrscheinlich eh nicht. Das weiß man ja nicht. Ja. Die Armbrüste. Nehmen wir doch mal eine von den Armbrüsten. Wir haben ja noch zwei andere. Und momentan ist Bakata eh auf dem Nahkampftrip. Und wenn er auf dem Nahkampftrip ist, sollte er auch lieber richtige Waffen nehmen und nicht die Smaragdklingen. So. Und was kriegen wir für die Armbrust? 560 Münzen, okay. Jetzt könnten wir uns den Dolch auf jeden Fall leisten, nur haben wir leider keine Händler mehr. Deswegen weiß ich auch nicht richtig, was das Ganze hier soll. Es ist wohl so eine Art magischer Händler für Scotia. Aber gut. Das hätten wir also auch gelöst. Das heißt, wir können jetzt wieder in den Bereich hier und dann schauen wir uns weiter oben um. Also hier rum, links rum. Und ja, ich hätte schlafen sollen. Aber die kriegen wir vielleicht auch so kaputt. Ja, war knapp, aber passt schon. So, dann gehen wir jetzt wieder eine Etage hoch, gucken, ob wir da noch irgendetwas irgendwo machen können. Wenn nicht, gehen wir wieder eine Etage hoch und so kämpfen wir uns weiter durch den Dungeon hier, durch den ewigen Respawn. Das hätten sie echt lassen können. So, teleportiere mich weg. Und wir wollen nach Süden. Wir gucken gerade nach Süden, also gehen wir dahin. Gucken jetzt nach Westen. Also Süden ist da. Süden müsste da sein. Hier ist der lange Korridor. Und hier müsste die unsichtbare Wand sein. Jo. So, Etage Nummer 2. Was haben wir hier noch alles offen? Wir haben hier noch König Richard, wo wir die zwei Statuen hinpacken könnten. Aber das bringt uns nicht wirklich viel, denn die letzte fehlt noch. Wir haben hier den Teleporter, der brachte uns, glaube ich, hier hin, damit wir weiter nach oben können. Das würde auch Sinn machen. Wir haben hier die Fallgrube, die uns zurückbringt zu dem Rätsel hier. Aber dann würden wir hier auch die Karte behalten, das hatten wir ja vor kurzem erst. Das brauchen wir aber auch nicht wirklich. Sonst noch irgendwo etwas, was man drücken könnte oder öffnen müsste. Ich sehe keine verschlossenen Türen. Also ja, überall sind Schalter, aber die machen meistens irgendetwas anderes. Also ja, wir laufen einfach stur zum Teleporter und gucken uns in Ebene 3 weiter um. Denn hier haben wir auch noch überall Schalter, die wir nicht ausprobiert haben. Und es ist direkt bei Scotia, also müsste hier doch irgendwas Wichtiges sein. So, einfach geradeaus. Und die will ich jetzt eigentlich nicht alle töten. Das dauert wieder viel zu lange. Aber ich glaube, ich habe keine Wahl. Heilung. Axel muss wieder aufwachen. Stromschlag. So.
Love Forest. Und von den einen Gegnern in die anderen. Aber wenigstens jetzt die Mauer hinter uns zu. Also wir konnten wenigstens einen Gegner sparen. Dann komm schon. So. Jetzt hätte ich gerne eine Tür, die ich zumachen kann. Hier war ein Gegner, oder? Ja, mehrere. Dann machen wir dich mal zu. Aber so war das nicht geplant. Ich wollte mich eigentlich einsperren. Oh, doch, hier könnte was sein. Ja, goodie. So, schlafen. Unsere liebste Freizeitbeschäftigung. So, Stromschlag ist noch aktiv. Dann mal weiter. Dich ignorieren wir. Sind wir hier richtig? Ja. Also ich töte jetzt echt nur die, die wir töten müssen. Und ich hoffe einfach mal, dass ich schnell genug vorankomme, damit wir nicht eingekesselt werden. Denn ich habe keine Lust, wieder eine ganze Folge damit zu verbringen, einfach nur Respawn zu töten. Das ist mir dann doch echt zu albern. So, da geht's nicht lang. Wir müssen hoch. Wir müssen darum. Wir müssen weiter hoch. Das Schloss hatten wir schon geknackt. So, und ich bin richtig. Also wir müssen jetzt nach Norden. Und das hier ist doch eine altbekannte Stelle. Hier können wir doch mal schlafen. Ja, das Ding stellt sich gleich mitten in die Tür. Dreisterweise. Komm, stirb. So, immer diese Etappen. Man könnte meinen, man wäre auf Mount Everest. So, Tür auf und schnell links rumhuschen. Und natürlich steht da gleich ein Dreibein. So, Teleporter, Sprung. Und ja, wir sind in dem Bereich. Gucken wir nochmal ganz kurz hier, ob hier irgendwas auf dem Boden rumliegt. Schalter sieht man ja keine. Also die Wand bewegt sich da, aber das ist glaube ich nur ein Gimmick. Ja, da ist nichts. Das heißt, hier ginge es hoch. Ja, ich speichere sicherheitshalber nochmal ab. Damit ich nicht wieder durch alle Gegner durchlaufen muss. 52a. So. Und jetzt sind wir ganz oben bei Scotia. Da haben wir eine Grube, da haben wir einen Schalter, da haben wir noch nichts gesehen. Da gucke ich doch als allererstes mal hin. Zumal da auch noch ein Schalter ist. Ah, und da ist eine Nische. Stimmt, das hatten wir schon mal. Wir wussten nicht, wie wir an die Nische rankommen sollen. Werfen wir einfach mal irgendwas in die Grube. Vielleicht geht die ja genauso zu wie die oben. Und wir haben immer noch den letzten Schlüssel. Dawn, Paulsen, Giron. Wer fehlt denn da? Der Kräutermann fehlt. Oh. Wir haben den Kräutermann bisher nicht gefunden. Und wir wissen auch nicht, ob er hier eingesperrt ist. Vielleicht haben wir irgendwo irgendwas übersehen. Und müssen jetzt nochmal ganz zurücklaufen nach Eivel oder sonst wo. Das wäre nicht so toll. Aber gut, das behalten wir im Hinterkopf. Und wir behalten im Hinterkopf, dass wir noch diesen Kräutertypen finden müssen. Und dass wir irgendwie hier in die Nische rankommen wollen. Aber gut, hier ist sonst nichts. Gucken wir doch mal, ob der Schalter vielleicht die Fallgrube da wegmacht. Wenn nicht, suchen wir den nächsten Schalter und gehen so alle Schalter durch. Dadurch ist die Nische zugegangen. Die ist immer noch auf, die Grube. Die Nische ist wieder aufgegangen, es verändert aber nichts hier. Okay, tun wir da auch mal was rein. Was nehmen wir denn? Wir nehmen... Wir haben nicht mehr viel unnützes Zeug. Das ist echt nervig. Komm, hier ein Heiltrank. Oh, ist immer noch offen. Und es kommt auch wieder eine Salbe raus. Das ist doch komisch. Okay, ich tue wieder was rein, mache es wieder zu. Schaden tut es ja nicht. Das merken wir uns also auch. Hier konnten wir auch nicht wirklich irgendetwas machen. Genauso wie hier auch nicht.
Dann haben wir noch den Schalter da und den Schalter hinter der Grube. Wie auch immer man da rankommt. So. So. Da ist der Schalter der Grube. Ach, den haben wir schon angeschossen. Das ist gut. Überall Schalter. Und was hat das jetzt genau gebracht? Oh, da unten ist eine Wand aufgegangen. Okay. Oh, komisch hier mit den Wänden. Also hier irgendwo ging es jetzt weiter. Die Summe muss genau stimmen. Ach, vielleicht haben wir deswegen oben bei dieser einen Grube den magischen Händler getroffen. Weil wir jetzt eine bestimmte Anzahl an Silber brauchen, um hier weiterzukommen. Da ist schon mal ein Schalter. Da ist auch ein Schalter. Und eine menschliche Figur. Sehr schön. Und der Weg zurück ist zu... Tun wir mal einfach hier wieder irgendwas rein. Und wir haben immer noch nicht irgendwas. Nyam, 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 nyam. Ich will keine Ressourcen verschwenden. Der dunkle Panzerschuh, damit können wir Leute zurückschmeißen. Wir haben eine Rüstung über, oder? Ja, eine Rüstung haben wir über. Die hier. Ich hoffe mal, ich werde das nicht bereuen. Und ja, der Weg zurück ist frei. Ah, ich hätte mehr Müll mitnehmen sollen. So, also das hätten wir jetzt auch. Das heißt, der Schalter und das Ganze hier war hierfür. Wir wissen immer noch nicht, was da ist. Wir wissen immer noch nicht, was da ist. Aber wir haben jetzt schon mal die 4 Statuen. Damit werden wir diesen Schutzschirm, also diesen bösen Schutzschirm von Scotia um King Richard entfernen können. Dann müssten wir wahrscheinlich die 4 Pyramiden rauflegen. Aber wir haben keine 4 Pyramiden. Na gut, wir springen jetzt einfach mal da runter. Wir müssen ja eh auf Ebene 2. Oh, was zum Drauflegen. Sehr schön. So, jetzt sind wir hier in der Wand. Okay. Huschen dann wieder hier hoch, darum, dahin und bis zu König Richard. In der Hoffnung, dass dann vielleicht Dawn auftaucht, nachdem wir den bösen Schutzschirm entfernt haben und uns sagt, hier, nimm diesen Schlüssel von dem Kräutermann. Dann könnt ihr Richard endlich das Elixier einflößen. Wenn nicht, dann werde ich erstmal recherchieren müssen, wo wir den Schlüssel bekommen. Denn ich habe jetzt nicht wirklich Lust, alle für uns zugänglichen Zonen nochmal neu zu durchsuchen, wo denn jetzt der Typ sich eingebunkert hat. Also Eivel wäre naheliegend. Im Weißen Turm haben wir uns eigentlich ausgiebig umgeguckt. Da dürfte er nicht sein. Eventuell können wir ja nochmal ganz bis zur Burg Gladstone und uns da genauer angucken. Also wir konnten nicht reingehen, aber vielleicht immer in der Umgebung irgendwo. Aber ja, das werde ich dann gucken müssen. So, wir wollen nicht den Teleporter. Wir wollen hier oben rum. Oben rum, oben rum. Dich wollen wir nicht töten. Also klar, dich wollen wir töten und alle deine Freunde auch. Aber es muss nicht jetzt sein. Dich auch nicht. Das machen wir auch mal zu. Schön die Brücken hinter uns verbrennen oder so ähnlich. Links rum. Links rum. Ab in den Feuerball. So, jetzt müssten wir bei King Richard sein. Und keine Dawn. Schade. Na gut. Probieren wir nochmal die menschliche aus. Zack. Ein gewisses Schema ergibt sich. Ja, das Schema wäre... Und jetzt haben wir nur noch einen. Sehr schön. Ja, sehr kluge Sprüche. Und was passiert jetzt? Ja, immer noch keine Dawn. Also haben wir irgendwo das übersehen. Das ist jetzt ärgerlich.
aber ich kann schon mal die drei deponieren. Each key must be returned to its proper location. Okay, und der letzte fehlt. Ärgerlich, ärgerlich. Aber gut, haben wir wenigstens das geschafft. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, warum hat Scotia überhaupt diese Statuen bei sich im Schloss? Und warum hat sie die ganzen Podeste da aufgestellt, um das dann wieder zu entfernen? Das ist komisch. Aber na gut, speichern wir jetzt ab und in der nächsten Folge werde ich hoffentlich wissen, wo wir den letzten Schlüssel finden können. Also LP052B. Also dann, bis nachher.